Ich war immer am Expandieren, also immer vergrößern. Also die Waschküche war nachher aus allen Nähten geplatzt, das stinkt nicht, da haben wir noch angebaut und so weiter. Und dann hatte ich ja da in Berlin mir gesagt, Mensch, du hast eine Marktlücke finden. Und das war Majoran. Also hier für die Haushalte 10 Gramm Packungen. Und wie gesagt, der Minister hatte schon gesagt, Mensch, da klappt das nicht, da müssen wir jemanden haben. Und da kam der Freistoff natürlich gerade richtig. So, und dann habe ich praktisch diese Marktlücke ausgesucht und habe nun mich voll auf diesen Majoran gestürzt. Wo wurde der Und angebaut? der war an und für sich in Aschersleben. Aschersleber Majoran ist praktisch der beste der Welt. Aber die DDR war ja knapp in Devisen. So, und nun wurde dieser gute Majoran gegen Devisen umgetauscht. Beispiel: Wir kriegten einmal ein Telegramm, morgen kommen 2 Lastzüge mit 1000 Sack Majoran aus Ägypten. Naja, es war natürlich eine ganze Menge, 1000 Sack, eine ganze Menge. So, da roch der Hof überhaupt nicht. 14 Tage später kriegt man 300 Kilo Aschersleber Majoran. Ich möchte beide sagen, die ganze Neustadt roch nach Wurstkraut. Ja, so war der Unterschied, aber wir brauchten ja Devisen. Ja. Ja, nun war natürlich das alles nicht so einfach. Ich hatte hier keine Maschinen. Dann bin ich praktisch in der ganzen DDR rumgefahren und habe irgendwo Schrottmaschinen zusammengesucht. Dann haben wir, wie man sagt, aus Dreien in Tag- und Nachtarbeit dann wieder eine zusammengebaut. Speziell in Aschersleben, der war ja auch Volksverein geworden. Und ich komme dahin und da stehen BA-Teile, also diese aus Dresden produzierten Packautomaten. Der hatte also neue aus der Bundesrepublik bekommen. Ich sage, was machen denn? Ach ja, das steht alles in Schrott. Da hatte ich gerade zufällig einen LKW bei, alles aufgeladen. Dem Gabelstapler noch ein paar Mark Trinkgeld gegeben. So, und dann haben wir, wie gesagt, aus 3 Maschinen eine gemacht, sodass wir nachher 5 Maschinen hatten und waren dann die größten Majoran-Abfüller der DDR mit ja, praktisch 6 Millionen Beutel Haushaltspackungen. Und das alles Und das als hat Privatbetrieb. natürlich, und nun war ja Folgendes, in Leipzig war immer so die sogenannte Binnenhandelsmesse. Ja, und mit immer hieß es, ach, jetzt kommt der Gewürzkönig. Ja, und so ist mit einmal der Titel Gewürzkönig geboren. Naja, und der Bild-Zeitung hat natürlich das auch aufgenommen. Da war ich dann eine ganze Seite in der Bild-Zeitung als Gewürzkönig.